Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race GTA Online. Hier auf dem Ende-Gelände LSR von Para. Und ja, ich muss erstmal das Radio ausstellen, sobald wie möglich. Ja, wenn der weiter weg kommt. Weil sonst knallt würde ich mal wieder kleine Play machen. Und das wollen wir nicht. Ich habe mir extra eingekauft. Wir wollen ungebremste Action hier. Dann schalten wir dir direkt die für das Rennen habe ich mir extra eingekauft. Genau. Ja, ich kann ja mittlerweile eine Dummy-Meter fahren. Das wäre dann auch dieses Rennen zu fahren, weil ich einfach nicht schnell genug war. Schon die letzten Rennen bin ich nur noch mit der Kette gefahren. Ich habe diesmal wirklich hart geübt. Also die Schmach vom letzten Mal, die saß schon tief. Und wo ich ja erst 2 Stunden vor Rennen angefangen habe, überhaupt zu üben. Und das soll sich nicht nochmal wiederholen, deswegen war ich super viel am Üben und es hat sich im Großen und Ganzen eigentlich ausgezahlt. Jetzt hoffe ich, dass ich das auch im Rennernst hier so gut unterbringen kann, wie wenn ich alleine auf der Strecke unterwegs war. Das sind immerhin noch mal 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Aber jetzt erstmal in der Einführungsrunde der Quali. Gar nicht so schlecht aus, offenbar. Du bist dann langsam machen, muss man nicht immer verändern. Tue ich das schon, nur ich bin aber zu langsam, ich stehe einfach. So, wer fährt da vor mir weg? Das könnte der Chaos aber sein. Aber wirklich der Beste, wo du kannst fast nicht so Training langsam machen, die Kurve war der einfach nicht so gering ist. Upsa. Nein, nicht wegrutschen. Ach, schön, dass sie da mit dabei ist. Da kommen schon wieder die schönen Lieder. Endlich vermisst dich vor mir. Freut mich, ja. Sie da. Bist du jetzt eigentlich mal nochmal gefahren oder nicht? Und oder jetzt geht's auf die erste richtige Runde. Deswegen ist meine Überzeit eine 1:56. Ich plane auf eine 1:56er Zeit, würde mich aber auch über eine 1:55er natürlich sehr freuen. Weil die kann ich noch nicht regelmäßig auf Knopfdruck hier abrufen. Deswegen erstmal das Ziel 1:56 und dann sehen wir weiter. Die beste Zeit war sogar eine 1:54er, aber das war schon mit sehr, sehr viel Glück gewesen. Da passte alles. Keine Ahnung. Sonst hätte noch jemand geschrieben. So, auch noch hier das Geradder mitnehmen, wenn schon denn schon. Außerdem ist schön innen gelegen, verkürzter Weg. Oh, wird gleich der Chaos führen, dass er die Stelle nicht so optimal genommen hat. Ja, Mann. Gut rumgekommen. Puh. Also irgendwie verliere ich auf den Rand immer Zeit auf der Lange. Nein! Oh. Boah, das könnte eine brauchbare Runde im Großen und Ganzen werden. Dass ich hier schon wieder so abgehe. Das macht Hoffnung fürs Rennen. Wenn die nicht gut läuft, dann... Yippie-yay-yay. Meine Runde ist schon Arsch, da habe ich 2 Sekunden weggeschossen. Ja, sagte ich doch, der Chaos ist nicht ganz zufrieden. So, das wird die 56er Runde, danach kommt Bonus Track. Oh, sogar eine 55er. Geil. Das ist schon mal... Ja, die zweite ist gut. Jo, also, 5-mal zufrieden. Ich nicht. Wow, die Quali, die läuft. Und mit dem Blade habe ich auch echt noch Hoffnung, dass es im Falle eines Regenschauers für mich positiv ausgehen könnte. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass der Dominator ein bisschen instabiler ist im Regen als der Blade. Ui! Stell mal ein paar Mal langsamer, danke. Och nö, keine Lust. Oh! Ah, das hat Pech.
Ah, da flitzt mir der Dominator vom Topspeed irgendwie weg. Aber ich kann am Chaos dranbleiben. Alles bestens. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ergebnis besser wird als beim letzten Rennen. Oh, das war ein kleiner Quersteher. Aber will ich mal nicht klein sein. Ob es denn noch hier so gut bei? Der Sandy ist gar nicht mal langsam unterwegs. Ah, ich glaube, Sanji fällt auch mit dem Blade, zumindest war das im Training so. Oh, noch eine 55er Runde. Oh, das löppt. Oh, das kann man neu befreit werden. Das löppt hier richtig. 52 hin? Ja, also 0 Minuten und 52 Sekunden. Was? Jens macht hier gerade Ramazamba. Das demotiviert wieder, wenn ich höre, dass Jens super runden Zeiten fährt. Bitte, bitte nicht. Scheiße, ich bin mir zu lang. Wenn ich das so sehe, wird Stefan von der Pole starten. Wird? Also ich dachte, Jens hat gerade eine Spitzenzeit gefahren. Scheiße, er ist nicht gut durch die Kurve rausgekommen. Oh, super Zwischenzeit. Das macht Laune, das macht Spaß. Und mit Vollgas geht durch. Ah, das habe ich nicht so gut erwischt. Da habe ich Zeit verloren. So ein Ärger auch. Aber insgesamt bin ich mehr als zufrieden mit meiner Quali. Ja, ich nehme das Stefan auf die Quali oder so. Und. Ja. Als erster übers Ziel. Stefan gewinnt. Ja. Geil. So, als erster übers Ziel. Der war die Woche ganz schön am Jungen. Leck mich fett, ey. Ich kann ihn noch scheiße zusammen machen. Oh. Das ist die Ausgangssituation. Geil! Yes! Das kann gar nicht sein. Jens, ich hab die Pole Position. Jede einzelne Runde, wie geil ist denn das? Also ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Wie geil ist das? Die 55 war ja die zweite Runde. Da habe ich in einer Kurve verhauen. Da habe ich 2 Sekunden weggeschmissen in der Kurve. Mann. Das kann ich selbst nicht glauben. Pole Position. Ich wollte nicht mehr ins Ziel kommen. Ich glaube, es hackt. Aber so richtig. Geil. Ja. Damit verabschiede ich mich dann auch einmal so richtig stolz. Wenn du keine Chance hast hier. Und ich hoffe, ich kann das dann im Rennen auch bestätigen. Bis dann. Euer Bade. Ciao.